Mann, ich muss echt mal aufräumen. Nee. Ja, ist noch gut. Hallo, Autos. Inspiration. Guten Morgen. Morgen. Perfektes Morgenprogramm. Vor 2 Sekunden hatte ich noch die kleine Farm. Ich dachte aber, das ist besser. Hey, ich will einen Kaffee. Wo muss ich denn da drücken? Forza Ferrari. Ja, dass ein Kaffee schnell wirkt, oder? Oh, kaputt. Hey, meine 22 liebste Person. Boah, warum hast denn du diese seltsame Peugeot-Karre dabei? Die Verarbeitungsqualität von Peugeot, das muss man sich mal anschauen. Also, los geht's. Tschüss, Emilio. Oh, er hat's geschafft. Snack? Ja, Butterbrezen. Stück für Yes! 10 Euro. Super Schnäppchen. Round and around and around and around we go. Aha, wir sind schneller. Aha. Da ist dunkel. Blöde SUVs. Ah, es werden immer mehr. Oh, ich liebe diesen Radiosender. Und da heißt es, mein Auto braucht viel Sprit. Generic Gas, Roadtrip Aufnahme. Es ist. In 500 Metern rechts abbiegen. Gib, 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 gib. Round and around and around and around. Part 2. So weit wie möglich nach hinten. Om nom 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 nom. Bis in den Kosmo. Und noch viel weiter. Garten und Outdoor? Ja klar, ich besorge ein paar Blümchen. What in the holy shit is that? Warum gibt's hier Slow Food in meiner Outdoor-Ausstellung? Zumindest wissen wir, wo wir was zu essen kriegen. Mobilität von morgen? Ihr wisst schon, das Ding heißt Retro Classics, oder? Das Beste an der E-Auto-Halle ist der Bonbon-Stand. Das ist ein E-Auto, das ich nachvollziehen kann. Der gefällt mir auch. Aber genug E-Autos für eine Woche. Tschüssi! Die sind ja funky. Da kostet wahrscheinlich ein Spritkanister weniger wie der Sprit, der reinkommen würde. Ich glaube, ich muss mir kurz die Hände waschen, weil es eine Seifenkiste ist. Ein weiterer Kleiner für meine Collection. Schaut an, ein aufgemachter Beetle. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Da stehen noch viel mehr rum. One of these things is not like the other. Wer hat denn das Dach von dem armen 500er weggeschnitten? Das Auto sieht aus wie eine geöffnete Sardinenbüchse. Kühlschrank. Has this got the VTEC? Ein Renault, an dem alles fault. Den kenne ich. Den kenne ich auch. Ei. Ei. Fressgutschein. Und wie läuft's? Läuft super. Prost. Prost. Schöner BMW. Der da ist. Ist auch okay. Um sozusagen mal kurz ganz serious zu werden, ich glaube, es ist ein gutes Design. Er ist sehr ähnlich zu dem alten. Aber das Problem ist, mit dem begann das so mit den hohen, großen Nieren. Und ich glaube, deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Okay, zurück zum blöden Video. Schön. Kein Kommentar. Wach! Da hat jemand seine Türen zu Hause vergessen. Whoop, never mind. Ich vermisse immer. Also jetzt reibt es mir aber wirklich unter die Nase. Wer hat meinen Mini langgezogen? Godzilla! Ich glaube, da drüben ist es deutlich kälter. Achtung, er will wegfliegen! Ah! Farbe! Schau mal, ein gescheiter Jack. That is genius! Julia? Wo hast du die ganzen Trophäen her? Ein Päuschen. Model gefunden. Tschüss. Da ist doch. Ist das eine Kamera? Ja. Wir können uns auch gerne filmen. Okay. Yeah! Wir werden filmen! Ja. Und dann Crispy Chicken Burger. Das macht dann 26,30. Ein einzelnes verlorenes Pommes auf der Theke. Danke. Danke. Das sind nicht Burger. Dankeschön. Gefällt mir. Ciao. Ciao. Hat eine Katze am Arm, ja genau. Wow, schaut euch mal diese Decke an. Das ist das beste Video, das ich hier gemacht habe. Mahlzeit. Mahlzeit. Besonderes Schätzen, seltenes. Verdammt.
Weiter geht's. Das da ist das perfekte Auto für ein Date, denn mit diesem Fahrzeug wurden sicher schon viele abgeschleppt. Hi, Bobby. Hi, Cam. You wanna go for a ride? Sure, Cam. Jump in. Regenbogen. Ich nehme Pink. Oh, das ist echt heiß. Sie schaut echt desinteressiert. Oh dear. Sir, Mr. Elvis, ist Ihnen klar, dass Sie keinen Fahrer mehr haben? Sausente? Sieht eher aus, als würde er das rausfurzen. Oh mein Gott, ist das Drake? Jack. Schaut euch diese ganzen Sim-Racing-Plebs an. Komm, die nächste Kurve kriegst du. Die Lichter sind scheu. Wer brummt da hinten so? Danke. a long boy. Nur 23 Liter? Das sind keine Auspuffrohre, das sind Motor-Extensions. Der Riddler war hier. Ach verdammt, jetzt verpasse ich das Formel 1 Rennen. Hör auf zu brummen, wir schauen hier Formel 1 an. Ein Mercedes SLS Black? Nee, der ist doch definitiv Silber. Oh, ein Rabatt von 100.000 Euro. Oh mein Gott, das ist ja wie auf einer Ranch. So viele Ponys. Überall, wo ich hingehe, sehe ich Formel 1. So flach, dass sie den Rückspiegel auf dem Auto montieren mussten. Boah, ich sortiere aber nicht den Kabelsalat. Man baut keinen E-Motor in einen DeLorean. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Goodbye. Das ist einfach nur ein irres Auto. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Porsche. Aggressivität oder Eleganz? Maserati oder Lamborghini? Welchen würdet ihr nehmen? Sagt es mir in den Kommentaren. Shut up! Danke. Lamborghini. Supercar, Supercar, Traktor. Wir haben gehört, sie mögen Porsche 962. Sag was du willst, Porsche weiß, wie man eine Ausstellung macht. Whee! Schaut mal, ein Boot! Endlich! Yes, da ist ein McLaren-Helfer! Yes, yes, yes! Oh mein Gott, ist der geil! Okay, wieder zurück zu einem seriösen, weil ihr habt keine Ahnung, wie froh ich tatsächlich bin, jetzt endlich einen McLaren Elva gesehen zu haben. Bei all den Hypercars und Supercars, die ich bisher gesehen habe, habe ich tatsächlich noch nie einen McLaren Elva gesehen. Und das heißt, ich kann ihn jetzt endlich von meiner Liste streichen und ihn dann auch noch in der McLaren Marlboro Sonderlackierung zu sehen, ist halt nochmal das i-Tüpfelchen. Also ein wirklich, wirklich beeindruckendes Auto. What up, I'm back. Ja, guten Tag. Tag daher. Wenn es dann langsam auch fahren, bist du mit dem Peugeot fahren und ich noch mit nach Fuß. Nein. Nein. Außer du willst natürlich mit Abbauen helfen. Und dann willst du Peugeot fahren. Nein. Servus. Servus. Spaß noch beim Abbau und immer schön langsam mit dem 850er fahren. Was war das? So, ein bisschen ein Jump. Wir haben den GT in den Hänger verladen und haben nur ungefähr 20 verschiedene Bretter gebraucht, damit er über die Rampen reinkommt. Hurra, aber er ist drin. Gesundheit! Vater hat daraus gefunden, dass man diese Mittelstange tatsächlich rausnehmen kann. Heißt, kein NASCAR aus dem Fenster steigen mehr, sondern tatsächlich normales Aussteigen. Wie langweilig! Da ist es ja, mein Gefährt. So ist er im verkaufsbereiten Zustand, nur ein bisschen weniger nass. Und dieses Auto steht zum Verkauf für den niedrigen, niedrigen Preis von 24.900 Euro. Na, das ist doch ein Schnäppchen!
so fertig. Autos sind da, wo sie sein sollen. Also,